Fernab von der Zivilisation kann Nothilfe herausfordernd sein. Ersthelfer müssen mit wenig Material und oft für lange Zeit erste Hilfe leisten. Außerdem spielen Hitze, Kälte, Regen, Schnee, Blitz und Donner eine Rolle. Auf solche Szenarien bereiten sich die Teilnehmer vom Kurs Nothilfe fernab von der Zivilisation von der San Arena Rettungsschule vor. Umwelteinflüsse sind entscheidend, wenn man irgendwo draußen unterwegs ist. Unterkühlung, Überhitzung, Blitz, du sagst auch, du redest auch von Blitz, also auch die ganzen Problematiken mit Unwetter, wo können Einfluss haben, ja, absolut, sind sicher die Sachen, wo man gut darauf fokussieren muss. Und schlussendlich ist sicher auch entscheidend, dass man präventiv arbeitet. Und gerade bei der Unterkühlung oder auch der Überhitzung ist es einfach um tausendfache einfacher, wenn man das früh erkennt und dann schon Massnahmen ergreift, als wenn es dann ins Endstadium hineingeht und man einfach immer hinterher säckelt. Neben dem theoretischen Wissen spielen praktische Übungen und Fallbeispiele wichtige Rollen im Kurs. Apropos, man lernt es immer wieder. Im Notfall zuerst alarmieren, das ist fernab von der Zivilisation, aber nicht immer möglich. Bei der Alarmierung ist einfach die Frage, wie ist die Situation vor Ort? Also bist du alleine, bist du zweite, bist sogar in einer Gruppe? Wenn du jetzt keinen Empfang hast auf dem Handy, das ist ja dann so der Moment, wo man sich anfängt zu überlegen, wie kann ich jetzt alarmieren? Dann, wenn man in einer grossen Gruppe ist, schickt man halt jemanden nur mit hin, wo man vermutet, dass man Empfang hat oder weiss, dass man Empfang hat. Ansonsten gibt es auch Möglichkeiten mit gewissen Gerätschaften. Es gibt technische Geräte, die über Satelliten auch funktionieren zum Beispiel, die dann alternativ funktionieren. Es gibt auch den Regafunk oder generell den Notfallkanal, wo man auch Funksprüche könnte abgeben könnte, die allenfalls auch funktionieren, wenn kein Handyempfang ist. Und dann gibt es auch analoge Varianten, visuell, auditiv, irgendwie über akustisches Pfeifen, wo man führen nimmt. Oder dann auch mit einer Lampe leuchten tut. Also auch da ist wieder ein bisschen Kreativität allenfalls auch gefordert. Und ja, sicher wichtig, dass man den Patienten nicht allein lässt. Wenn man wirklich allein ist und gar keinen Empfang hat, muss man irgendwann entscheiden, bringt es mehr, wenn ich jetzt beim Patienten bleibe und den weiter betreue, oder muss einfach die Rettungskette in Gang gebracht werden und dann muss ich halt den Patienten 10, 20 Minuten alleine lassen, damit ich einen Notruf absetzen kann. Erste Hilfsmaterial ist draussen nicht immer vorhanden. Vieles kann man allenfalls auch mit Sachen improvisieren, die man vor Ort hat. Also eine Blutung, dann nimmt man halt mal ein T-Shirt, oder? Wo man irgendwie versucht abzubinden, so gut wie es möglich ist. Es braucht nicht immer die vorgefertigten Materialien, die auch jede Menge kosten, irgendwo in einer Apotheke oder in einem Laden. Es langt auch oftmals einfach das Zeug, das man dabei hat. Und Kreativität ist sicher auch ein Teil von Ersthilfeabsitz von der Zivilisation. Nimm das Material, das du dabei hast, und schau es an und finde heraus, was du damit machen kannst. Man kann am Patienten auch mit kleinen Sachen viel Gutes tun. Das ist eigentlich entscheidend für mich. Welches Material würde denn überhaupt in so einer Outdoor-Apotheke gehören? Also meiner Meinung nach, da gehen die Philosophien weit auseinander. Das ist jetzt wirklich rein meine Einstellung dazu, ist vor allem ein bisschen etwas für Traumamanagement. Also gerade wenn es um Verletzungen geht, halt ein bisschen Verbände, allenfalls auch etwas zum Desinfizieren. Und dann geht es auch ins Persönliche rein, weil schlussendlich soll jeder so ausgerüstet sein, dass er sich selber kann versorgen kann. Fernab von der Zivilisation kann erste Hilfe anstrengend sein. Ist anstrengend, wobei in dieser Situation spürt man das auch gar nicht so. Also natürlich kommt irgendwann die Erschöpfung, und das ist auch wieder wichtig, dass man das erkennt, weil der Selbstschutz vom Retter ist immer das Wichtigste, dass man auch da wieder genug früh realisiert hat, jetzt komme ich vielleicht ein bisschen Unterzucker rein, oder ich komme langsam selber kalt über oder so, dass man da wirklich auf sich selber schaut. Wenn es jetzt schwere Problematiken sind, wo wirklich halt akut lebensbedrohlich sind die Hände halt auch zu einem gewissen Grad gebunden. Aber ansonsten ist es so, ob du dann 30 Minuten oder 3 Stunden musst überbrücken musst, kommt dann wie nicht so darauf an. Was halt entscheidend ist, ist auch die ganzen Umwelteinflüsse und so mit einzubeziehen, dass man halt auch schaut, dass die Leute vor Hitze, vor Kälte geschützt sind, dass sie geschützt sind vor weiteren Verletzungen, vor Abstürzen, vor Abrutschen, allenfalls auch irgendwo ein bisschen in Sicherheit können gebracht werden. Vielleicht gibt es irgendwo eine Hütte in der Nähe oder einen Unterstand oder so in dem Stil. Ja. Dann kann man allenfalls auch gut mal ein paar Stunden oder im dümmsten Fall ein paar Tage überstehen. Mehr zum Thema lesen Sie unter safety-security.ch.